dreifache Destillation, das kennen wir vornehmlich aus Irland. Wir kennen sie auch aus Schottland, aus den Lowlands, wo einige Brennereien dort nach dieser Methode arbeiten. Andere destillieren dort so im Rest von Schottland auch nur doppelt. Interessanterweise gibt es aber auch abseits der Lowlands einige Destillerien, die hin und wieder zeitweise mit der dreifachen Destillation arbeiten. Und eine davon ist die Speyside Destillerie Benriach, die jetzt im Besitz von Brown-Forman, einem amerikanischen Unternehmen, steht. Die machen diesen Whisky hier, einen Benriach Triple Distilled 10 Years Old, also einen 10 Jahre alten Single Malt, der noch dazu aus drei verschiedenen Fassarten kommt, nämlich einem Bourbon Barrel, aus einem Pedro Jimenez Fass, PX Fass, das mit Sherry vorbelegt war, und Virgin American Oak Fässern. Das sind amerikanische Weißeicherfässern, die vorher keine Vorbelegung gehabt haben, also die zum ersten Mal mit Spirit belegt werden. Was macht das mit dem Whisky? Nun, zunächst einmal die Dreifachdestillation, die einen sehr klaren und sauberen Spirit ergibt, in der Höhe von ungefähr 80-90% Alkoholgehalt nach der Destillation. Die fügt dem wunderschöne Fruchtnoten hinzu, der ist sehr stark in Richtung Aprikose ausgeprägt in der Nase, gelbe Früchte, aber er hat natürlich von den Fassbelegungen auch schon etwas Vanille in der Nase, ist sehr süß. Und genau das setzt sich dann am Gaumen weiter fort. Der bringt sehr viel Süße, fast eine Art Honigsüße an den Gaumen. Er hat nach wie vor viel Vanille, das kommt einfach von der amerikanischen Weißeiche und in dem Fall vor allem aus den Virgin Oak Fässern. Hinten nach, dann kriegt er ein bisschen Holzwürze, nicht zu viel. Er ist jetzt nicht astringierend oder irgendwas, sondern er hat nur ein bisschen Würze im Abgang. Alles in allem ist er meiner Meinung nach schon sehr komplex und sagen wir besser komplett für einen 10-jährigen Whisky mit schönen Noten, die sich gegenseitig sehr schön ergänzen. Eine Freude, den zu trinken. Er ist zwar nicht immer zu bekommen, aber wenn Sie ihn bekommen können, ist das ein Tipp von mir. Wollen Sie mal einen dreifach destillierten probieren, der nicht aus Irland stammt und eigentlich auch keinen wirklichen irischen Charakter hat. Das könnte ich jetzt von dem nicht sagen, der ist schon ein typischer Scotch, ein schottischer Single Malt. Dann lege ich Ihnen den ans Herz. Wünsche Ihnen noch viel Vergnügen damit und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und Slunge.